So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Octopath Traveler Sidequest. Wir sind in Svarki, heißt es doch, oder? Ja, genau. Der Anfangsstadt von, oder dem Anfangsdorf eher gesagt, von Hanit. Und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, ne? Wir gehen langsam die Einleitungen aus. Seid ihr auf Reisen? In gewisser Weise ebenso. Mein Name ist Ashlyn. Ich habe das Gerücht über einen Monsterbändiger gehört, der in diesem Dorf leben soll. Ich möchte mehr über die Monsterbändiger erfahren, weiß jedoch nicht, an wen ich mich deswegen wenden kann. Da würde ich sagen, es wird eine Questreihe sogar. Erkundigen wir uns doch. Wir haben wieder Elfin dabei. Dieser leidenschaftliche junge Mann ist zwar kein echter Forscher, aber dennoch ins Waldland gereist, um die Legenden der Bestienzähmer kennenzulernen. Klingt gut. Und an sich würde ich sagen, sprechen wir mal mit Bestienzähmern. Wer sieht aus wie ein Bestienzähmer hier? Du vielleicht, wahrscheinlich nicht. Die Eltern dieses jungen Mannes wurden von einer wilden Bestie getötet, als er noch klein war. Und wäre nicht ein Jäger und sein Schreckenswolf zur Stelle gewesen, wäre es mit Sicherheit auch mit ihm aus gewesen. Er ist entschlossen, in die Fußstapfen des Mannes zu treten, der ihm das Leben gerettet hat, und trainiert jeden Tag unerbitterlich dafür. Klingt trotzdem nicht danach. Ich weiß aber auch nicht, ob du mehr darüber weißt. Vielleicht muss ich auch gar kein Bestienzimmer selbst finden, sondern nur Informationen darüber beschaffen. In Wahrheit ist die Tochter dieser Jägerin nicht von ihrem Blut, sondern ein Waisenkind, das sie im Wald gefunden hat. Dennoch hat sie das Kind als ihr eigenes angenommen und ist sowohl als Mutter als auch Jägerin für sie da. So soll das ja auch sein bei Adoptivkindern, nicht wahr? Vielleicht bist du ja ein Bestienzähmer. Ich kann dich nicht mal verführen. Alter Geschichtenerzähler. Ah, Geschichte der Bestienzähmer. Ein Geschichtenerzähler im Waldland, der die Geschichte der Bestienzähmer kennt. Wer ihn erzählen hören will, braucht es nur zu sagen. Ich will dich hören. Erzähl mir was davon. Ja, Monsterbändiger haben hier lange Zeit gelebt und sich als Jäger verdingt. Die alten Geschichten geraten allmählich in Vergessenheit und ich fühle mich verpflichtet, die Menschen daran zu erinnern. Ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem wir sie wieder brauchen werden. Ja, aber ich meine, ich kann ja auch Tiere bändigen und vielleicht auch ein paar Bestien, je nachdem, ne? Ich weiß, wer du bist. Informationen, hier, nimm sie in dein Gesicht. Oh. Ihr wollt mir von dem Monsterbändiger erzählen? Ach, vielen Dank. Manchmal werden im Finsterhold Menschen geboren, die Macht besitzen, mit den Tieren zu reden. Diese Monsterbändiger lernen von älteren Meistern, wie sie die Tiere ihrem Willen unterwerfen können. Mit Tieren reden? Nein, das klingt gar nicht nach meinem Vater. Warum hast du mir das jetzt erzählt und nicht ich dir? Ich meine, natürlich, da ist so Punkt, Punkt, Punkt über meinem Kopf. Und ich sage es nicht, weil das eine Sidequest ist und das Spiel nicht weiß, welchen Charakter ich habe, aber das ergibt keinen Sinn. Das hätte ich jetzt auch sagen können. Das war nur zitiert. Auch beim Nachbarsvolk vom Grünhold lebt ein Monsterbändiger. Ha, die Menschen vom Grünhold. Doch tragischerweise griffen sie nach verbotener Magie und verloren ihren Verstand an die Monster und wendeten sich gegen das Volk, das sie eigentlich beschützen sollten. Verdammt, was ist es? Verzeiht den Gefühlsausbruch. Um ehrlich zu sein, suche ich meinen lange verschollenen Vater. Wie besessen war er plötzlich in eine wilde Raserei verfallen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Eine Riesenschlange wand sich um seinen Schatten. Und im nächsten Moment war mein Vater verschwunden. Bevor er seinen Verstand verlor, erzählte mein Vater jedem, dass er ein Nachfahre der Monsterbändiger sei. Nun glaube ich, dass er eine verbotene Magie wieder aufleben lassen hat. Der Legende nach wurde der Stamm vom Grünhold vom Volk aus dem Finsterhold besiegt und vertrieben. So gefährlich war die Magie, an die sie sich herangewagt hatten. Mögen die Götter gnädig mit euch sein, ich bin dem Ziel, meinen Vater zu finden, einen Schritt näher gekommen. Wenn mein Vater tatsächlich von einem Tier beherrscht wird, habe ich keine andere Wahl, als es zu töten. Ich muss weiter nach ihm suchen. Vielleicht werden wir uns ja wiedersehen. Das werden wir wahrscheinlich, denn das ist eine Questreihe. Doch für den Augenblick verabschiede ich mich. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann bald wieder, ne? Oder mehr oder weniger bald, wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel frühestens. Eine glitschige Nuss. Was macht die denn? Fuck, das wollte ich nicht tun. Wahrscheinlich keine Ausweichrate vielleicht erhöhen? Ja, natürlich. Das kriegt dann mal mein lieber Therion. Yep.
Ich weiß immer nicht, wem ich das geben will, aber naja, mal sehen, ne? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.